Ja, also hier werden jetzt die Dämme neu gemacht. Das sind alte Klärteiche von der ehemaligen Zuckerfabrik. Und die war so zugebuscht, dass da eigentlich eine Beweidung fast nicht mehr möglich war, weil das so lange Zeit dann, ja, das Naturschutzziel war mal ein anderes und dann ist alles zugewachsen und dann haben sie jetzt gemerkt, dass die Dämme nicht mehr erhaltbar sind. Jetzt werden die einmal wieder neu gemacht, also der Boden bearbeitet, die Bäume sind entfernt worden Degeneriert heißt das sogar nicht. und dann wird das wieder neu eingesät. Und hier vorne ist ein Bahndamm. Hier kommt auf der Seite dann ein Festzaun hin. Da sieht man hier diese orangene Markierung. Hier kommt der Zaun hin, Festzaun hin, dass ich hier dann die Schafe reinjagen kann, ohne immer Sorge haben zu müssen, dass am Elektrozaun irgendwas kaputt ist und die auf einmal auf den Bahnschienen laufen. Genau, und das passiert hier in diesem Naturschutzgebiet. Dieses Naturschutzgebiet pflege ich seit Mehr, 8 Jahren mehr. mehr als 10, 12 Jahre mindestens. Und endlich mal haben sie sich das angenommen, dass das so nicht funktioniert. Und genau, hier wird das eben jetzt neu gemacht, dass hier eben die Bäume nicht mehr sind. Und hier wird wieder Neues eingesät. Das ist jetzt noch in Sprache. Ich hätte gern so eine Schafsaatgut, aber wahrscheinlich wird es hier aus, ja, Naturschutzgründen Regio-Saatgut werden. Ich muss mit denen aber noch sprechen, ob man da ein bisschen noch was machen kann. Genau, dass hier dann die Schafe rumlaufen können. Genau, wie gesagt, das sind diese alten Klärteiche der Zuckerfabrik. Ja, ganz viele Vögel. Hier sind eben ganz viele Wartvögel, die hier übers Jahr sind. Zugvögel, Wartvögel. Schwäne. Und ja, das ist der Grund, warum dieses Naturschutzgebiet damals eingerichtet wurde. Genau. Aber auch Und mehrere Vögel ich in habe den das hier Bäumen. immer mit den Schafen beweidet, mit Netzen gesteckt. Und als ich das übernommen habe, war das hier schon völlig verwildert, weil hier jahrelang nichts mehr passiert ist. Und dementsprechend war hier natürlich die Futterqualität auch gegen null, mehr oder weniger. Und der Arbeitsaufwand war so hoch, das hier einzuzäunen. Und dann hatten die Tiere gerade mal ein, zwei Tage was zu fressen. Ja, und deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt, entweder muss was passieren oder ich werde aufhören hiermit. Und dann haben sie es dann eingesehen. Und ja, wollen wir mal hoffen. Gucken, wie das klappt jetzt demnächst. Ja, das war's von meiner Seite. Hier noch ein paar Bilder von den Gänsen und Schweden. Chef übernimmt. Ja, genau. Ja, genau, das ist ja so ein, nee, ein Projekt sozusagen für uns auch. Wir sind natürlich glücklich, dass das jetzt hier gemacht wird für uns und natürlich auch für die Tiere, die hier ihr Zuhause haben. Ja, wie gesagt, wie Fahrer schon sagte, die Arbeit wird auf jeden Fall dadurch sehr verleichtert für uns. Klar, ein bisschen Arbeit ist immer noch da, durch die Netze stecken hier. Wir haben da hinten zum Beispiel, da war so ein, ist auch so ein Teich, aber die wird nur gefüllt, wenn es richtig krass regnet. Da müssen wir noch ein bisschen Netze stecken. Wenn wir Lämmer haben, wahrscheinlich hier auch, nicht, dass die ins Wasser fallen. Genau. Wir halten euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden, wie es dann hier weitergeht. Das ist ja jetzt noch ganz in der Anfangsphase. Die Töne sind ja noch nicht da. Ich wird jetzt erstmal ja auch alles gerodet. Man sieht ja, oh Gott, da wurde es geklappt. Hier auch diese, warte, ich switch einfach mal die Kamera. So, ich glaube, das sieht man jetzt viel besser. Hier diese Dämme wurden, das wird auch alles gerodet. Das war ganz voll. Da waren wir einmal drauf und noch nicht mal bis zur Hälfte. Und dann konnte man nicht mehr weiter, weil es voller Brombeeren war und ganzes Gestrüpp. Das hätte sich halt die Arbeit, Aufwand, das wir dafür gekriegt haben, überhaupt nicht gelohnt. Genau, das hier wird gerodet. Dann das wird auch gerodet. Und hier hinter diesen Bäumen ist auch noch mal einer. Da wird der Boden immer aufgewirbelt, weil das sind halt nur Brennnesseln. Und
da wird dann auch neues Gras eingesät. Genau. Hier die Gänse und Schwäne haben hier ihr Zuhause. Kriegen hier ihre Kinder und führen ein glückliches Leben. Enten sind hier auch manchmal. Also man hat hier auf jeden Fall sehr viel Artenvielfalt. Genau, Dachs haben wir auch schon mal gesehen und einen Fuchs. Genau. Ja, wie es weitergeht, halten wir euch dann auf dem Laufenden. Genau. Bye bye.